to answer it. They have to say we can do this and we can do that. Mm-hmm. All Western media take information about situation in Syria from this strange organization, Syrian Observatory of Human Rights. Yeah. But I understood it's just one man band. One man living in London. I don't understand this. I was shocked when I knew. I mean, how they can use this like source of information? Yeah, because that's what the West wants. They don't need anything real. They need somebody to promote any information that suits their agenda. And they promote it as a real one, as a fact. And as you know now, most of the people in the West are brainwashed regarding what's going on in Syria and maybe in Ukraine. I mean, the same. In Russia, they try to, and they succeeded, and brainwashed their public opinion. And this is one of the tools. So it's not the only one. They have many tools, similar tools, like the white helmets recently. Who are they? Actually, they work with Al-Nusra in the area that's controlled by Al-Nusra. How can you work in the same area if you're not under the control of Al-Nusra? More importantly, many of their members, there's videos and pictures of them celebrating the death of Syrian army soldiers. They're celebrating on their bodies. Not long time ago, you mean when America was bombing now Syrian army? You mean this case? No. In different areas. In Aleppo. In different areas. In Aleppo. Yeah. In Aleppo, you had a fight, and they pictured themselves over the bodies of Syrian soldiers, the white helmets with al-Nusra. So this is changing of the package of al-Nusra under the word of, under the title of white helmet, that the good people who are sacrificing their lives to help the others and children, and this emotional picture that would affect the public opinion in the West. And we even don't know from where these pictures. Sorry? Nobody knows from where these pictures. They don't verify anything. It's not important. Now, in the internet, you can find anything. You cannot verify anything on the internet. You just watch, you feel emotional because the picture in Syria should be black and white. The good people versus the bad army or the bad president or bad government or the bad official, let's say. This is the only picture they wanted to have in order to convince their public opinion that we can continue pressuring the Syrian, that they are supporting the good Syrian people against their bad government and so on. You know this propaganda. Die unbewaffnete und unparteiische Gruppe der Weißhelme, die auch als syrische Zivilschutzorganisation bezeichnet wird, besteht aus rund 3000 Freiwilligen, die im syrischen Bürgerkrieg ohne Ansehen der Person Leben retten. Oft sind sie die Ersten vor Ort, die Verletzte versorgen. In Amateurvideos sieht man, wie sie teils mit bloßen Händen Verschüttete aus Trümmern graben. Das ist meine Hand, siehst du mich? Hab keine Angst, ich werde diesen Stein rausbrechen, dann kommst du raus. Hilf mir, gib mir deine Hand, du bist fast draußen. Vor kurzem wurden die Weißhelme mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Ende September berichtete der Leiter der Weißhelme vor der Denkfabrik Atlantic Council in Washington von den unaufhörlichen Bombenangriffen, die die syrische Stadt Aleppo zerstören. In den vergangenen 8 Tagen haben wir grausame Attacken gegen Aleppo erlebt. Wir dokumentierten 1700 Luftangriffe auf die Stadt. 19 von ihnen waren Angriffe mit bunkerbrechenden Waffen und 200 von ihnen waren Angriffe mit Streubomben und Waffen, die international verboten sind. Die Freiwilligen, die für die Weißhelme arbeiten, kommen aus ganz Syrien und aus allen Schichten, darunter Bäcker, Ingenieure oder Lehrer. Wir haben aktuell 120 Weißhelme in Aleppo. 12 von ihnen wurden verletzt. Deshalb versuchen wir, Schulungen in Aleppo abzuhalten, um neue Freiwillige zu rekrutieren und in ihre Arbeit als Freiwillige einzuweisen. Diese Bilder aus Idlib gingen um die Welt. Ein Weißhelm rettet ein 4 Monate altes Baby mit Kopfverletzungen aus den Trümmern und bricht in Tränen aus. Laut eigenen Angaben haben die Weißhelme seit 2013 mehr als 62.000 Menschen das Leben gerettet. Dabei verloren 145 der Helfer ihr Leben.
Ihre Arbeit als unerwartete Retter wird immer gefährlicher. Am 23. September wurden 3 der 4 Zivilschutzzentren von Aleppo gezielt durch Luftangriffe bombardiert.